zusammen, hier ist Sango Joe und in diesem Video zeige ich euch Owen mit seinem Bike und den Carnotauros aus dem Owen Fluchtset, das zum neuen Film Jurassic World – Ein neues Zeitalter von Mattel erschienen ist, das ich mit euch im letzten Video zusammen ausgepackt habe. Owen ist im Maßstab 1:20 und der Carnotauros ist im Maßstab 1:35 und ihr seht es ja auch direkt schon so, dass die beiden Figuren sich nicht wirklich gut leiden können von den Größen her. Eigentlich müsste der Carnotauros viel größer sein. Das soll sogar dasselbe Tier sein, was in Das gefallene Königreich am Ende vom Film verschreckt worden ist von dem Tyrannosaurus. Und deshalb ist er hier viel zu klein. Trotzdem finde ich diese Figuren aber schon ganz gut gelungen und ich hoffe, euch gefällt es, dass ich die euch jetzt hier vorstelle. Im nächsten Video sind dann die Atrociraptoren dran, aber heute eben Owen und der Carnotauros. Ihr könnt dieses Video gerne bewerten und auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, für weitere Jurassic Reviews. Alle weiteren Informationen zu mir und zu meinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Review und damit wollen wir auch anfangen. Ich würde sagen, wir fangen da mit Owen einmal an. Die Figur habt ihr ja schon mal ganz kurz im Unboxing gesehen. Und ich kann auch hier nochmal wiederholen, dass die mir richtig gut gefällt. Also das war damals ja mein Ersteindruck. Aber jetzt, wo ich sie mir nochmal genau angeguckt habe, sehe ich hier viele Sachen, die richtig schön sind. Also nicht nur, dass die Details richtig ordentlich sind oder die Farben viel hochwertiger sogar wirken, als es bei den Dinosauriern meist der Fall ist, sondern auch überhaupt. Die Beweglichkeit ist auch toll. Ich kann es euch ja einmal hier zeigen. Wir haben hier einmal ein Kugelgelenk am Kopf. Dann haben wir hier an den Schultern diesen Bewegungspunkt. Also einmal zur Seite strecken. Dann kann man die nach vorne machen. Die Arme auch hier am Ellbogen geht das einmal. Hier kann man ihn dann auch noch drehen. Ja, das ist auch richtig cool. Dann haben wir hier einmal an der Hüfte diesen Bewegungspunkt einmal auch zum Drehen. Dann kann er nach vorne treten mit beiden Beinen und auch so zur Seite. Ja, das ist ein bisschen ungesund für einen Mann, finde ich. Und dann haben wir hier einmal noch an den Knien diesen Bewegungspunkt vor und zurück und dann kann man ihn auch hier wieder drehen. Die Füße sind komplett so an den Unterschenkeln dran, das heißt, da kann man nichts mehr machen. Auf jeden Fall ist das schon alles sehr nett. Jetzt gucken wir uns einmal die Details an. Wir haben hier natürlich einen schönen Kopf, das sagte ich ja schon einmal in dem Unboxing. Ich finde, dass sie eigentlich den Charakter und das Aussehen von Owen sehr gut getroffen haben, auch wenn das natürlich eine kleine Figur ist und deshalb hier nicht alles so möglich war. Aber ich finde, es kommt schon ganz gut raus. Die Augen sind schön reingedruckt, die Augenbrauen auch. Der Bart sieht auch gut aus, haben sie schön gemacht. Man sieht hier auch so ein bisschen, dass die Haut etwas glänzt. Das ist schön. Und auch die Falten, auch hier sogar zwischen den Augen, da seht ihr hier ein paar Falten und hier seht ihr es richtig gut. Es sind überall Falten, das ist gut gemacht worden. Es ist nicht einfach nur eine glatte Fläche. Die Ohren hier sind auch in Ordnung, auch wenn natürlich vom Material her nicht so viel möglich war. Die Haare hier sind auch schick, ja, das ist auch schön gemacht. Von der Haarfarbe auch her, die Details hier, das passt alles gut. Dann haben wir hier einmal so eine blöde Schnittstelle, die ist sehr unschön. Ja, das ist aber auch das einzige Manko hier an der Figur. Am Hals hier nochmal ein paar schöne Falten und das, was man eben da so sieht, ist auch alles schick. Hier das Hemd, der Oberkörper ist gut getroffen. Man sieht hier so die Muskeln angedeutet und den Körper grundsätzlich und dann noch ein paar Falten, die von dem Hemd hier geschlagen werden. Die finde ich auch richtig cool, die Hemden, die trage ich selbst ganz oft. Dann haben wir hier ein paar Lizenzdrucke drauf, auch hier wieder, was ich gerade sagte, man sieht den Körper angedeutet darunter und schöne Falten, ist richtig realistisch. Auch hier einmal an den Oberarmen, da sehen wir auch wieder dasselbe, auch hier richtig schön, auch von der Farbe her, wie die Falten hier schlagen, wie die Muskeln angedeutet sind, richtig cool. Hier beim Unterarm haben wir auch, hier ist sehr schön getroffen, auch von der Farbe her. Und dann haben wir hier auch schöne angedeutete Details. Die Muskeln kommen hier hervor. Sogar so eine Ader oder so wird hier angedeutet. Das ist richtig cool. Dann geht es hier runter zu den Händen, zu der Hand. Hier hat er einmal ja, so einen Pistolenfinger, würde ich sagen. Die Fingernägel sind angedeutet. Wir haben sogar hier an den Handballen ein paar Falten. Das ist richtig toll modelliert. Das kann man echt nicht anders sagen. Das ist hier genauso. Hier haben wir auch schöne Details. Ihr seht das hier durch die Belichtung eigentlich ganz gut. Wenn ich das mal so drehe, was da schon dran gemacht worden ist, finde ich richtig toll. Hier auch wieder diesen Pistolenfinger.
Und dann hier wieder dasselbe. Auch die Fingernägel sind angedeutet, richtig schön gemacht. Gucken wir uns jetzt hier den Gürtel an, auch hier richtig ordentlich, auch da, wo die Schlaufen von der Jeans hochgehen. Das ist auch richtig ordentlich, da ist nichts übergemalt oder so. Auch hier ein paar Details dann noch dran am Gürtel. Dann gucken wir uns hier die Hose an, die finde ich auch richtig gelungen, auch von der Farbe her. Der Jeansstoff ist gut nachgeahmt worden, ja, wir sehen ja auch ein paar Schnittstellen wieder, aber das ist bei der Hose eigentlich richtig cool sogar, weil das sieht halt sehr echt aus. Auch hier an seinem Hintern dann die Taschen von der Hose, ist auch schön gemacht. Hier sehen wir dann auch die Halterung für das Messer, auch hier sehr schön, in Braun zwar komplett nur, soll aber wohl so eine Art Leder dann darstellen, aber auch hier ein paar Details dran, ist auch alles richtig schön ordentlich. Man sieht natürlich hier an den Beinen dann die Scharniere, aber das ist trotzdem alles richtig toll. Die Proportionen sind super getroffen, da kann man gar nichts gegen sagen. Dann hier die schicken Schuhe, ja, die mag ich nämlich auch. Das sind einfach nur Stiefel, die sind auch hier sehr einfach auch nur gemacht, aber so sehen die nun mal auch aus. Richtig schön. Unten haben wir auch nochmal ein paar Aufdrucke, da die Produktionsstätte, dann auch noch ein paar Löcher, da kann man ihn dann auf solchen Ständern stellen. Ich finde, dass das alles richtig cool geworden ist hier bei Owen. Also ich finde, Owen als Figur wirkt gut, das haben sie gut gemacht. Jetzt kann ich euch einmal zeigen, mit was der auch noch dazu kommt. Hier das Messer, ich muss mal sein Gesicht verdecken, damit wir das besser sehen. Auch hier ein paar Details, sogar oben die Riffelkante gemacht, richtig cool. Zwar auch nur dann in Braun, aber auch hier die Nieten von der Halterung, das ist auch sehr, sehr schick. Ach, kann man ihm auch in die Hand machen, das zeige ich euch einmal hier. Hier einmal und auch in die andere dann natürlich. Hält auch richtig gut, sieht schön aus, kann man ihn vielleicht auch so hinstellen, wie dann im Film so ungefähr. Das gefällt mir auch. Und dieses Messer kann man auch hinten in die Halterung, in die Scheide reinstecken. Ich zeige euch das jetzt mal, einmal so. Zack, richtig einfach, also das ist sehr, sehr schön gemacht, kann man gar nichts gegen sagen. Also das ist auf jeden Fall Owen. Ich finde, die Figur sieht richtig schön aus, auch wenn sie natürlich klein ist. Das haben sie gut geschafft, dass Owens Aussehen hier hervorsticht. Das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Jetzt gucken wir uns einmal das Bike hier an. Wir haben hier ja ein Modell, das kann ich euch nicht genau sagen, was das jetzt darstellen soll. Auch im Film eventuell alte Kawasaki, alte Suzuki oder sonst irgendwas. Sie haben es hier versucht ganz gut nachzustellen. Die Farbe ist zumindest gut getroffen, aber es fehlt hier zum Beispiel der Gepäckträger. Und auch hier die ja, Rückspiegel wären da auch nicht dran im Film. Aber dennoch, es ist ganz schick. Wir haben zwar die meisten Details hier schon verschluckt durchs schwarze Material, weil hier nichts durch Farbe irgendwie aufgewertet wurde, außer vorne. Da haben wir dann eine Art Silber drauf bekommen und dann gibt es da so eine Art Gittermuster. Das sieht schon richtig schön aus. Also das kann sich gut sehen lassen. Auch hier die Stoßdämpfer sind dann einfach nur in Schwarz. Aber ihr seht auch hier ein paar schöne Details. Die Räder hier unten sind, ja, die Speichen sind jetzt nicht schön einzeln gemacht, das ist einfach nur ein Stück, aber das ist eben Spielzeug, soll ja nicht kaputt gehen und durch das billige Plastik, was sie hier zumeist nutzen, wäre das auch nicht anders möglich gewesen. Das hier ist auch nur Plastik, fühlt sich aber so ein bisschen gummiartig an, kann aber auch irgendwie nur Einbildung sein. Auf jeden Fall ist es sicherlich irgendeine Art Plastik, vielleicht auch ein bisschen weicheres Plastik, aber es ist auf jeden Fall nichts Ordentliches in dem Sinne. Das hätte schon cooler sein können, aber ich wette, dann wäre das Set auch teurer gewesen. Ansonsten hier auch diese roten Stücke, die sie gemacht haben, sind auch schick. Wenn wir hier uns mal das Bike dann von oben angucken, kein Tacho oder sonst was, alles sehr billig dann grundsätzlich. Hier ist die Sitzfläche, dann haben sie hier das Stück schön versucht nachzuahmen, also so wie das Motorrad auch zusammengebaut ist. Auch wenn es natürlich nicht eins zu eins das ist, wie man es im Film sieht, aber auch die Farbe sieht schön aus. Hinten ein paar Leuchten, aber ohne alles, einfach nur in Schwarz. Ist ein bisschen schade, aber es geht ja auch nicht ums Motorrad. Das ist ja eigentlich nur ein Gimmick, würde ich mal sagen, dass das Set irgendwie aufwerten soll. Dann haben wir hier den Motor. Nur ein paar Sachen sind in Silber gemacht, aber ihr seht auch hier, wie schön die Details eigentlich gemacht sind. Hier geht es dann rüber, dann zum hinteren Rad. Ja, auch hier schöne Details. Auch hier die Speichen nicht einzeln. Das Rad ist etwas kleiner, dafür aber dicker. Auch hier dann die Bereifung ist richtig schön gemacht worden.
Und hier sehen wir dann auch nochmal die Kette. Die hätten sie auch wieder nochmal in anderen Farben machen können, aber haben sie nicht. Ist einfach nur alles schwarz und da sehen wir wieder den Motor. Ja, dann hier für die Füße die Stellflächen. Ja, okay. Alles in schwarz und recht einfach gemacht. Dafür haben wir hier noch einmal einen Standfuß. Der ist auch einrastbar, so wie ihr hier sehen könnt. Dann könnt ihr das Bike schön hinstellen und es fällt euch nicht um. Dann könnt ihr das in die Sammlung stellen und alles ist super sozusagen. Dazu bekommen wir hier noch den Helm dann auch für Owen. Der ist auch einfach nur in schwarz. Der ist weiches Gummi oder weiches Plastik. Ich denke mal, ist aber schon Gummi. Paar Details dran, ja. Den Helm hatte er nicht wirklich gehabt im Film, aber für die Kinder, denke ich mal, ist das ganz gut als Vorbildfunktion dann, dass jetzt hier ein Helm mit bei ist. Kann man ihm auch aufsetzen. Geht leicht drauf, aber etwas schwieriger wieder ab in meiner Erfahrung. Das Einzige, was hier bei Owen dann noch fehlen würde, wäre dann hier dieses Hemd, das Grüne, was er eigentlich im Film anhat. Das heißt, das ist eigentlich jetzt Owen, so wie er dann zum Ende des Films eher aussieht. Das Hemd fehlt ihm. Und trotzdem ist es aber ganz schön gemacht. Ich finde, dass das alles in Ordnung ist. Wie gesagt, das Hemd fehlt und bei dem Bike ist es nicht alles hundertprozentig. Vor allem der Gepäckträger, den hätten sie vielleicht noch dran machen können. Aber ich finde es trotzdem ganz gelungen, was sie uns hier in das Set mit reingebracht haben. So, und dann kommen wir jetzt hier zu dem Carnotaurus. Der ist ja für viele Sammler so eine Art Highlight von diesem Set. Und ich finde den auch eigentlich gar nicht schlecht. Der hat eine typische Pose hier. Er steht so, beziehungsweise ist so eine Art Halblauf drin. Sieht auf jeden Fall trotzdem richtig toll aus. Die Materialien wirken etwas hochwertiger irgendwie als bei den anderen Figuren. Kann aber auch sein, weil die hier etwas kleiner ist, in einem kleineren Maßstab ist. Ihr seht auch hier schon, dass die Details toll sind. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ansonsten haben wir hier zwar nur eine Farbe drauf gedruckt. Es kommt auch noch schon ganz gut dran an dem Farbschema, was der Carnotaurus im Film hatte, aber hier vorne wird dann sehr viel fehlen an der Schnauze, am Kopf. Hier ist wirklich nur oben einmal was drauf gedruckt worden und auch von den kleineren Farbdetails wie die Klauen und so, sieht man hier gar nichts. Ist einfach nur alles in so einer Art Schwarz oder Anthrazit gemacht. Ansonsten haben wir aber die meisten Farben dann hier so in der Maulregion. Ja, aber sieht trotzdem toll aus. Wir haben hier einmal ein paar Bewegungspunkte. Einmal das Maul lässt sich öffnen. Ich meine, das kennt man ja jetzt bereits. Das sieht auch toll aus. Dann haben wir hier leider eine Schnittstelle hier am Kopf. Das ist auch so typisch, wie man das auch bei anderen Sammelfiguren sieht von Dinosauriern. Dann ist hier einmal ein Bewegungspunkt. Hier kann man den Kopf so drehen lassen und nach oben und nach unten gucken. Oder halt hier jetzt gerade andersrum in dem Sinne. Dann haben wir hier die Arme. Die sind auch beweglich, einmal vor, zurück, und dann seht ihr das Scharnier hier, diesen Bewegungspunkt kann man dann so zur Seite machen. Ja, so richtig hinbekommen tut man es jetzt hier nicht, wie es heißt, wie es sein soll, wie die Carnotaurus hier eigentlich ihre Arme bewegt haben. Die sind sowieso nicht hier so, wie sie sein sollen, aber davon erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr. Dann haben wir hier einmal die Beine vor und zurück, das kennen wir auch, schnacken auch hier ein sogar, das ist auch so wie bei den anderen Figuren grundsätzlich. Das ist hier auch der Fall, ist aber etwas alles leichter. Die lassen sich auch so zur Seite machen. Dann hat er ein bisschen besseren Stand. Je nachdem ist alles in Ordnung und der Schwanz ist hier einmal beweglich. Ansonsten sehe ich hier nichts, was dann irgendwie so sauer aufstoßen sollte. Aber ich würde sagen, gucken uns das jetzt trotzdem nochmal richtig im Detail hier an. Der Schädel ist sehr gut gelungen, wie ich finde. Also das sieht schon mal toll aus. In dem Material sind solche weißen Punkte drin. Da bin ich ja persönlich kein Fan von, aber es geht. Das Auge hier ist etwas, es sieht ein bisschen wild aus. Es ist grün, beziehungsweise es ist einfach nur eine grüne Schablone. Und dann kommt halt das Anthrazit von der Haut dann dadurch. Ist aber in Ordnung hier. Das Auge hat schöne kleine Falten überall abbekommen. Man sieht die Schädelfenster, die Schädelkammern richtig gut. Auch hier vorne dann nochmal. Ja, hier überall die kleinen Details, die, ich denke mal, so Verdickungen von der Haut, sieht toll aus. Die Nasenlöcher hier vorne sind auch tief drin, da fällt auch wieder schön Schatten rein, sieht gut aus. Von der Seite seht ihr auch, wie gut eigentlich der Kopf gemacht ist. Die Hörner hier oben, zumindest das rechte von ihm aus gesehen, ist noch vorhanden, das linke ist schon abgebrochen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass das so ist. Also das ist ja im Film auch so gewesen. Ist schade, das, was sie den Tieren überhaupt angetan haben. Und das Tier soll ja das sogar sein, was in das gefallene Königreich am Ende noch vorkam.
Also traurig einfach. Nur ja, dafür war er am Ende frei und konnte sich in Malta austoben. Hier haben wir auch nochmal eine Verdickung oben drauf. Das ist auch schön gemacht. Das finde ich richtig toll bei den Carnotaurus aus der Jurassic-Reihe. Das sieht schön aus. Haben sie gut gemacht. Ja, ein paar mehr Farben hätten es sein können. Hier hätte noch so ein Rot noch drüber gemusst oder so ein Orange. So wäre das dann im Film dann gewesen. Ja, so war das im Film. So hätte das hier sein gemusst. Die Zähne hier sind etwas ja, übergemalt. Das sieht nicht so gut aus. Hier schon besser dann wieder. Unten die Zähne auch ganz ordentlich eigentlich. Man hat hier im Mund, also oben an dem Gaumen, hat man zwar was bearbeitet, da ist aber kein Rot oder so. Das ist wieder eine verpasste Chance. Dann haben wir hier aber eine schöne hellrote Zunge und auch hinten hier, wo es zum Schlund runter geht, den sieht man zwar nicht, aber hier ist auch nochmal was rot gemacht und so ein bisschen bearbeitet mit Details. Die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer ist schön ein Stück, sieht gut aus, auch schön feucht gemacht, gefällt mir auch. Und ansonsten hier ist der Unterkiefer, das ist auch so Mattel-typisch, ist dann ja viel heller, ja, weil im Film, ja, eventuell war das da so, aber nicht so stark wie hier, aber hier ist auf jeden Fall sehr, sehr hell. Man sieht die Details hier kaum wegen dieser hellen Farbe, aber ist auf jeden Fall noch was vorhanden und es sieht auch schön aus. Auch hier finde ich das toll, dass das hier so schön modelliert worden ist. Und dann hat man hier noch so einen weißen Farbklecks oder so ein draufgesprühtes drüber gemacht, damit das nicht so ganz komisch aussieht, wenn jetzt auf einmal hier es aufhört. Das ist aber weniger gut gelungen, wie ich finde. Hier sehen wir auch, wie das aufgedruckt ist. Hier sieht man richtig stark, dass das nur so Bildpunkte sind oder Farbpunkte. Hier sieht auch schon so ein bisschen abgekratzt aus, obwohl die Figur genau so eigentlich aus der Verpackung kam. Dann haben wir hier einmal den Hals, beziehungsweise hier schon am Kopf, was für schöne Falten hier noch sind. Das gefällt mir auch. Sieht gut aus. Hier sieht das so aus, als wären hier die Ohren angedeutet. Kann das sein? Ich glaube es irgendwie nicht, aber es sind schon schöne Falten. Ich glaube nicht, dass das die Ohren sein sollen, oder? Naja, auf jeden Fall sind hier schöne Falten gemacht. Hier oben fangen dann diese Stacheln und Osteoderme an. Mit dem Aufdruck in Orange, der schon ganz schick ist, aber es ist halt ein bisschen wenig, muss man doch sagen. Der schöne dicke Hals hier einmal, man sieht zwar das Scharnier hier dann stark, aber da sind die Details schon ganz nett und schön dick ist der Hals hier gemacht worden. Auch hier richtig muskulös und das ist ja beim Carnotaurus anscheinend auch so und beim Jurassic World Carnotaurus ja sowieso. Schöner Hals hier einmal. Das ist schön gemacht, wirklich, kann man nichts gegen sagen. Nur dadurch, dass das eben einfarbig ist, zumeist, ja, kommt es nicht so schön hervor. Sieht aber trotzdem immer noch toll aus. Der Oberkörper ist hier eben auch nochmal mit diesem Orange bedruckt worden. Ich finde, das ist ein schönes Muster. Hätte natürlich mehr sein können wie im Film, aber dennoch ist das Ganze in Ordnung. Wir haben hier auch schön den Brustkasten wieder angedeutet, schöne Falten hier wieder auch, Muskeln auch hier wieder. Also das können die Modelleure von Mattel einfach, das können die richtig gut. Hier auch wieder ganz stark alles und die Details sind schön da, also es sieht richtig, richtig gut aus. Hier unten dann auch einmal, hier sieht man das, wie das zusammenläuft. Hier ist sogar ein bisschen mehr als bei den meisten anderen Jurassic-Dinosauriern. Also man hat hier noch ein paar Strukturen. Schön schmal, wie das hier zusammenläuft und wie hier der Brustkasten dann stärker wird. Hier beim Sternum dann auch hier. Das ist auch toll. Die kleinen Ärmchen hier haben kaum Muskeln, aber ist auf jeden Fall trotzdem was angedeutet. Dann geht es hier einmal runter zum Schambein. Auch hier ein paar Details. Also ich finde das schon schick. Geht dann hier einmal rüber. Und läuft dann später so in den Schwanz rein. Auch hier schöne Falten. Sieht alles richtig, richtig toll aus. Kann man gar nichts gegen sagen. Fühlt sich auch schön an. Also ist schön geriffelt. Ja, hier ist dann dieser Scan-Code drin. Den kann ich euch mal eben hier rausziehen. Das ist ja dieses Gimmick von den Dominion-Figuren. Das ist ja nicht mal unterm Fuß, sondern dann hier. Hier ist das Jurassic-Logo einmal. Und hier ist dann der Code, den könnt ihr euch jetzt nehmen. Ich finde es ja ganz cool, dass das so ist. Das hat irgendwie was von, als würde man eine DNA-Probe nehmen, ja, dass man da wirklich was rausholt. So kommt er dann wieder rein, fällt auch nicht so deutlich auf. Ich finde, das ist eigentlich toll, da kann man nicht unbedingt jetzt was gegen sagen. Dann haben wir jetzt hier einmal die Arme, die sind sehr klein, aber die sind zwar unrealistisch im Sinne für den echten Carnotaurus, ja, weil die eigentlich nur so kleine Stumpen waren, ohne so eine Bewegung da überhaupt noch, dass die da drin hätte sein können.
Ja, und die Carnotaurus aber aus Jurassic World haben ja noch einen richtigen Ellbogen und alles. Und das ist hier nachgemacht worden. Das ist bei den anderen Figuren eigentlich nicht, die Mattel gemacht hat. Da ist es dann realistischer. Hier ist es aber so wie aus dem Film. Und das finde ich toll. Die Arme hier natürlich sehr, sehr einfach dann modelliert. Aber es kommt schon ganz gut hervor, was der Carnotaurus im Film da hatte. Das sieht schön aus. Der Scharnier könnte natürlich ein bisschen stören hier, aber es ist trotzdem nett. Richtige Klauen besitzt er ja so nicht. Ja, es ist alles sehr, sehr klein. Können ja mal gucken, ob sie noch ein bisschen an den Handflächen gemacht haben. Ja, ein bisschen ist da, aber wird halt auch wieder von dieser einen Farbe, also wo nicht wirklich noch was mit Highlights versehen worden ist, wird das halt ein bisschen verschluckt. Aber ich finde, die Arme sind eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Die Beine hier einmal, auch dicke Muskeln hier wieder. Hier sieht man auch stark, wie das weiße Material, was sie da reinmachen, hervorkommt. Ich bin, wie gesagt, kein Fan davon, aber hier haben sie das sehr, sehr stark. Und da kommt auch die Muskeln schön hervor. Das Licht fällt da gut rein. Das ist schön gemacht. Oberschenkel ist auf jeden Fall ordentlich. Hier die Kniescheibe einmal und dann geht es hier weiter in die Muskeln wieder. Richtig toll. Und dann haben wir wieder einen übergroßen Fuß. Da bin ich ja gar kein Fan von. Also das sieht immer, ist auch bei Schleich, ich finde, das sieht immer ein bisschen bescheuert aus, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier den Vogelfuß eben. Die Verdickungen hier, diese dicken Panzerplatten fast schon, dann runter zu den Klauen, die sind nicht bemalt, fällt aber bei dem dunklen Material auch nicht so stark ins Gewicht, finde ich. Und man sieht hier auch überhaupt noch schöne Schuppendetails, sieht alles toll aus. Die Innenseite hier auch, sieht auch auf jeden Fall in Ordnung aus, haben sie schön gemacht. Hier haben wir noch einen kleinen Aufdruck. Und ansonsten ist das schon ganz gut. Hier auch die Afterclaw und alles. Also sie haben schon an alles gedacht, aber die Proportionen sind wieder ein bisschen mies, finde ich. Hier auch Oberschenkel wieder schön. Tiefe Details, tiefe Muskelfurchen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ist richtig schön gelungen, aber auch wieder einfarbig. Hier wieder Folgendes mit der Kniescheibe und den schönen ganzen Falten hier mit den Muskeln. Wieder einen übergroßen Fuß runter. Ja, wie ich gerade schon sagte, auch hier wieder dann die Klauen nicht bemalt, aber es ist auf jeden Fall trotzdem schick. Unten drunter können wir jetzt einmal gucken, da haben wir hier das Jurassic Logo auf dem rechten Fuß von ihm und hier nichts, aber trotzdem schöne kleine Details noch hier drunter gesetzt und ja, die Innenfläche hier von den Beinen, es sieht auch alles in Ordnung aus. Ich finde wieder nur die Beine bzw. die Füße sind viel zu groß und die Proportionen stimmen dann hier einfach wieder nicht mehr. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Dann haben wir hier einmal den Schwanz, der ist auch ein bisschen kurz, aber es geht noch. Auch hier nicht irgendwie noch mit der Farbe ist hier drüber gegangen worden, ist auch nur einfarbig. Also ist wieder eine billige Produktion eigentlich, auch wenn die Figur wie gesagt gut wirkt. Dann sind hier die Falten einmal, die gehen hier komplett rüber. Dann fängt hier auch die Reihe mit den Stacheln und Osteoderm an, beziehungsweise die wird hier weitergeführt. Sieht auch schön aus. Hier die Details, ist alles ordentlich gemacht. Ja, da kann man gar nichts gegen sagen, hätte nur ein bisschen länger sein können eigentlich und ein bisschen mehr Farbe versehen. Aber grundsätzlich ist das schon ganz schick, auch wie der Schwanz hier spitz ausläuft. Ich habe da gar nichts gegen eigentlich. Ich finde den schon sehr gelungen. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Ja, das würde ich nicht sagen, dass das jetzt ein Meisterwerk ist in dem Sinne. Da fehlt halt echt noch was. Also Farben fehlen. Die Details sind gut, aber die Proportionen dann wieder nicht ganz so. Aber es ist schon eine sehr gute Carnotaurus-Figur von dem Film. Dann schauen wir einmal, wie groß die Figuren sind. Owen hier hat eine Größe von 9,5 cm. Das war es auch schon mit ihm hier. Und der Carnotaurus hat hier eine Länge von 25,5 cm. Eine Höhe, wenn er jetzt so steht, von guten 11, vielleicht auch 11,5 cm. Und wenn wir ihn hier einmal aufrichten, ich würde mal sagen, das hier reicht, dann haben wir hier eine Höhe beim Kopf, bei dem Horn von 16,5 cm, würde ich jetzt sagen, ganz genau. Das heißt natürlich, wie wir es gerade schon festgestellt haben, ganz oft, der Carnotaurus ist zu klein. Als 1:35 Figur passt er hier überhaupt nicht zu Owen, ja, aber dennoch, es sind schöne Figuren. Ich hole jetzt einmal zur Referenz natürlich den Tyrannosaurus hier wieder rein. Den schön gemachten Tyrannosaurus vom Figurensammler. Also das ist richtig, richtig schön. Aber ihr seht dann hier, wie dann der Carnotaurus natürlich von der Größe abstinkt.
Und von den Farben her auch. Also wenn der Carnotaurus nur etwas mehr Farbe gehabt hätte, wird er schon besser wirken. Durch das Schwarz fällt das natürlich nicht ganz so auf bei einem Carnotaurus, aber ihr seht hier im direkten Vergleich natürlich wieder, was hier eigentlich Sache ist. Und jetzt hole ich mal einen weiteren Superstar, so nenne ich ihn mal, hier rein, und zwar den Carnotaurus aus Das gefallene Königreich. Also auch die Figur, die zum Film erschien, ist der erste Carnotaurus, wo ich mich immer noch frage, warum sie den nicht eigentlich nochmal rausgebracht haben. Vielleicht als etwas verbesserte Variante, weil ich fand den richtig toll. Der sieht auch nicht so zeichentrickmäßig aus wie der, den sie dann später rausgebracht haben. Ich finde den hier richtig, richtig hübsch und der ist gut gemacht. Ja, man sieht hier auch einmal die Arme, die sind hier wissenschaftlich korrekt und hier sind sie wie aus dem Film. Wenn diese Arme hier dran wären, wäre das schon cooler. Der gefallene Königreich Carnotaurus könnte auch noch ein bisschen mehr Orange vertragen. Der ist einfach zu rot, aber ihr seht hier eigentlich, was ich meine. Auch von der Größe her, so hätte der Carnotaurus sein müssen. Wir haben jetzt einen bekommen, der eigentlich auch gut gemacht ist, aber in meinen Augen ist der alte immer noch der beste. Man kriegt auch hier zum neuen Film auch keinen neuen Carnotaurus. Das war es also. Das Set ist das einzige, wo man noch einen finden kann. Und das ist auch sehr schade. Naja, auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, hier ist der originale Carnotaurus und der sieht immer noch fantastisch aus. Und so hätte der sein gemusst. Hätte natürlich vom Set her dann gar nicht mehr gepasst. Deshalb haben sie ja den Carnotaurus auch kleiner gemacht. Und hier habe ich euch noch einmal die anderen Figuren aus dem Owen-Fluchtset hingestellt. Das heißt, die beiden Atrociraptoren, die auch von der Größe her sehr gut zu Owen passen. Und auch noch andere Dinosaurier, mit denen Owen es hier zu tun bekommt in dem Film. Das heißt, einmal natürlich den Quetzalcoatlus, den ich euch ja schon reviewed habe, der hier vielleicht sogar noch ein bisschen zu klein wirkt. Und ganz klein unten in der Mitte zwischen den Raptoren habe ich den kleinen Lystrosaurus aus einem der Minisets. Und ich finde, das passt einfach perfekt zu Owen. Das ist genau die richtige Größe. Wenn ihr wollt, dass ich euch den kleinen Lystrosaurus in einem extra Review vorstelle, dann werde ich das machen. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Auch hier wirkt natürlich dann der Carnotaurus wieder viel zu klein, auch wenn man ihn so ein bisschen aufrichtet, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Es ist halt ein bisschen schade, aber dafür hat man eben ein schönes Spielset bekommen. Und wenn man dann die anderen Figuren hat aus dieser Reihe von Mattel, dann hat man auf jeden Fall die Welt von Jurassic World: Ein neues Zeitalter schon ziemlich gut eingefangen, wie ich finde. Und damit haben wir uns jetzt schon die eine Seite des Owen-Fluchtsets genau angeschaut. Owen, finde ich, ist als Figur sehr gut gelungen. Ich finde es nur schade, dass er nicht das Hemd trägt, was er eigentlich während der Flucht noch anhat. Und wenn man das Set Owen-Fluchtset nennt, dann hätte das eigentlich so sein gemusst. Und ich achte da sehr drauf, deswegen finde ich das sehr schade. Das Bike hat die ähnlichen Probleme. Es ist eigentlich sehr gut gelungen, vor allem spielerisch gesehen. Aber dort sind einige Sachen, die da eigentlich nicht an dem Bike im Film drin dran waren. Oder da fehlen dann wieder Sachen wie der Gepäckträger. Trotzdem, wie gesagt, spielerisch gesehen ist das eigentlich schon sehr ordentlich, das Bike. Der Carnotaurus, das wurde jetzt schon öfter gesagt von mir, ist einfach zu klein. Ich finde auch, dass er ein bisschen mehr Farbe verdient hätte. Die Details sind dafür aber trotzdem super. Ich finde es nur schade, dass man dann diesen Carnotaurus jetzt in dieses Set mit reinbringt und ihn da reinquetscht, anstatt dass man ihn einzeln verkauft und dann auch in der richtigen Größe. Das hätte ich besser gefunden. Ich finde es nämlich schade, dass man so viele Spezies bekommt hier in der Dominion-Reihe, die eigentlich nicht im Film vorkamen. Aber dann solche wichtigen Spezies wie der Carnotaurus, der wird dann nicht einzeln verkauft, sondern nur in diesem Set. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte das junge Tier, was während der Razzia dort aufgetaucht ist im Film, wenn sie das hätten in dieses Set mit reingenommen, das wäre besser gewesen. So haben sie aber das große Tier genommen und dann leider viel zu klein gemacht. Also das ist eben der große Kritikpunkt an dieser Figur. Das habe ich jetzt aber auch schon zu Genüge gesagt. Ich finde trotzdem, dass die Figuren doch recht gut gelungen sind. Vor allem Owen macht mir hier sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch gefallen die Figuren auch. Schreibt mir mal eure Meinung zu den beiden hier unten in die Kommentare. Im nächsten Video schauen wir uns dann die Atrociraptoren an, die hier schon bereit stehen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Bewertet dieses Video gerne, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, für weitere Jurassic-Videos. Alle Infos zu mir und meinem Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt auch, wenn ihr mir ein bisschen Taschengeld geben wollt, könnt ihr den PayPal-Link dort unten nutzen. Vielen Dank dafür und damit hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir uns die Atrociraptoren anschauen. Bis dahin!